Wir wünschen euch allen einen ganz schönen guten Morgen an diesem Sonntagmorgen und möge der Friede Gottes heute mitten unter uns sein, uns begleiten, uns führen und uns auf diesem Weg hier weisen. Warte einen kleinen Moment, komm noch endlich herein. Heute wird in den Mennonitengemeinden der Friedensgottesdienst gefeiert, der weltweite Frieden. Und ich finde heute eine Person, die in den letzten 20, 30 Jahren hervorragend in der Weltgeschichte war, das war Nelson Mandela. Nelson Mandela war in den 60er, 70er Jahren mit der Apartheid in Südafrika beschäftigt. Er war gegen das System der Weißen, dass die Weißen ihren eigenen Platz hätten und die Schwarzen zum Beispiel an der Küste gewisse Plätze war für die Weißen und der Rest für die Schwarzen, so auch die Läden, so auch im Bus durften die Schwarzen eigentlich nur reisen, wenn die Weiße den Bus nicht vormachen. Und so war er aufständisch gegen dieses System der Apartheid. Und er wurde verhaftet, so lebenslänglich im Gefängnis und war dann 27 Jahre im Gefängnis, bis das System in Südafrika verändert hatte und er aus dem Gefängnis kam. Ich glaube, etliche von euch werden sich sogar noch daran erinnern, wie er damals im vollen Jubel aus dem Gefängnis kam. Ich weiß, die Weltmedien sprachen damals, dass über 600 Millionen Menschen an diesem Morgen diese Botschaft sahen und das Video sahen, wie Nelson Mandela nach 27 Jahren aus dem Gefängnis kam. Und er wurde dann in kurzer Zeit der Präsident von Südafrika. Und das Interessante am Frieden, warum ich es erwähne, war, er hat nie einen Hass ausgesprochen gegen die weiße Menschheit in Südafrika. Er hat immer gesagt, wollen wir für die Menschen beten, die das System noch nicht verändern und nicht verstehen können, wollen wir beten, dass es Frieden möge geben auf Erde. Und so hat er es auch, also lebenslang dafür gekämpft, damit der Friede weiterhergestellt wird in Südafrika. Und so auch heute für uns als Mennoniten, wo wir hervorragend sind. Ich hatte letzte Woche so eine Online-Stunde und dann hat die Person gefragt, ja, was glaubst du? Habe ich ihr erzählt über unseren mennonitischen Glauben? Dann sagt sie, so etwas müsste die ganze Welt haben. Und dafür danken und danken wir, dass unsere Vorfahren sich diesen Weg gewagt haben, dass wir diesen Friedensweg gehen können. Und so wollen wir heute unseren Gott loben und preisen und wollen wir zuerst und hauptneigen zum Gebet. Gnadenreicher Gott, du Gott des Friedens, der du uns diesen Weg gezeigt hast durch deinen Sohn Jesus Christus, der diesen Weg auf der Erde für uns gelebt hat, diesen Friedensweg, den auch wir einschlagen können, denn wir haben dadurch ein Beispiel bekommen und wir können deine Nachfolger sein. Dafür danken wir dir, Gott, dass du dich so unser angenommen hast, dass wir es würdig sind, hier auf diesem Erdental, in dem wir durchwandern, dass du mit uns bist und dass wir können diesen Mut und diese Kraft haben, als Friedensstifter hier auf dieser Erde zu sein. So mögest du auch heute diesen Gottesdienst segnen, alles, was vorgebracht wird an jeder, der gekommen ist, damit er etwas Frisches bekommt, damit er von deinem Geist erfüllt wird und wir in dir hineinwachsen. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. Wir haben ein paar Infos. Die Gemeinde hat angefangen, eine Gebetszeit für Männer zu haben. Und das ist wieder jetzt an diesem Donnerstag um 7 Uhr morgens im Jugendzimmer. Und auch die Jungs sind dazu eingeladen. Und eine Wiederholung vom letzten Sonntag nur, das gibt in diesem Jahr ein Weihnachtschor und ab Oktober wird Lili Heide de Fer diesen Chor hier anleiten und Übstunden haben und mehr Informationen kommt dann später noch. Und dann kommen jetzt noch ein paar Infos. Good morning. Ich wollte jetzt noch einmal die Einladung merken für den nächsten Sinnachwort, den erst, den 4. Oktober. Du, wo wir, was hier steht, nicht Gottesdienst sein.
Da wird alle Daten sie bei dem Campamento passieren oder nehmen. Den Winter, wie du es dort geplant hast, das heißt, was du smarts, was eine Andach sein, nur dort, wie du es dort Fleisch backen. So, was du geplant hast, der Andach, wie du es dort werden haben, der soll klack auf smarts anfangen. Prüf du all ungefähr klack 10, klack 10 deutlich ungefähr, was du zu sein. Von einer hier von Blumenau ungefähr losfahren, dort dir ungefähr 50, 60 Minuten, was dort zu fahren, von die Tranquilo fahren, das. So, ich habe uns ungefähr du dort auf Breit merken. Und bis du wieder in der Tiet sein, zum unseren Steuern und mit alles du dort akkumulier. Du wolltest Steuern sein, nicht? Aber deine Fahrt, die haben wir dann und alles, was die dann noch extra mit haben. So, du bieten hier zum Rütgen, bei dem Board, was du hast. Du sendest die Maps ausgeprint, für Sinn, was du nicht bei WhatsApp gekriegt hast. So, ich kann dir dort noch gut ein Blatt nehmen. Da ist ein sehr, sehr leichter Weg. Da haben wir den Geschmack aufgemalt. Aber wenn du da noch hörst, freuen sein, fällt ihm Fried zum einen von uns freuen, einen von uns Keeper, mir, der Platz und Wieser, der wollten auch fein umarmen. Und bis dahin muss sein, lud Freund an, dass wir uns dort alle Töpfchen gute Tiet haben. Wie aus Team, wir wollen uns so, alles, was du erst von Dasha und Steuler sein, du wolltest eine große Karpa sein, von ob einmal wieder Anwarer sein. Die Pronostiko wies, das wird ein Fehler heute Tag sein. Wir wollen nur die Barbecues haben, mit Kohlen, das soll alle in der Tiet heute sein. Drinks, Kaffee und Desechable, wo wir auch haben. Und wir haben noch weiße Games heute gemerkt. So, für jene sieht, bringt Fleisch mit, oder irgendwas, was ihr dort wollen backen. Bringt Fassbar mit, bringt Sides mit, Guarniciones für jene Multit und Tischspiele. Muchas gracias. Buenos días. Für die Aktivitäten für die Jugend für diese Werk, am Freitag, den 2. Oktober, weil die Jugend nur den Trampoline Park fahren. Ich glaube, das ist bei Kilometer 19, Extreme 360. Dort fängt 37 an und dort wird bei Klock 9 jede Park tau. Die Kosten sind approximamente 130 Peso. Nehmt ihr noch ein bisschen extra Geld mit, nur dem habe ich geplant für ein Hotdogs essen. So, dort für Freitag, morgen dort 37, 130 Peso die Kosten. Und dann für den 3. Oktober, weil die Jugend vorhin nur Campo 61 in Hof kriegt, wo die Kirche den Sinn nach, weil vorhin Kirche haben. Wir wollen nur den Sinn und Hand fahren. Wir waren vor ein Camping mit der Jugend. Dort waren 100 Peso der Person sein. Nehmt ihn dort mit, nehmt ihn Tents mit, Daten, Kasses, Warnix. Dort wird vielleicht mit Zoll waren. Nehmt ihn vielleicht ein bisschen extra von alles mit. So, dort wird den 3. Oktober sein. In der Glockentiet, wenn wir hier weich fahren, dort wollen wir noch definieren, dann wollen wir dort eine Gruppe entscheiden. Gracias. Guten Morgen, Sola. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein können. Und wir wollen mit Ihnen singen, Gott loben. Da wird das erste singen, Dias Elias. Da wird alle Top abstimmen für die erste Toilette. Días honestos de Elías declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel llegan, los huesos se llenan de piel, y
días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol en el cielo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glory. Blessed be your name on the road marked with suffering, while there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord.
Geduld warten und wir werden noch ein Lied singen. Morgen, heute habe ich wieder eine Geschichte für die Kinder, für alle Kinder, die Große und die Kleine, auch die, die schon 90 sind. Letzten Sonntag haben wir gehört,
viel über Matthäus, seine Gemeinde, ja. Wir haben gelernt, wie immer mehr und mehr Menschen wollten zu dieser Gemeinde gehören. Auch Matthias gehört zu der großen Gemeinde. Er trifft sich jeden Tag mit seinen Freunden. Und sie sprechen von Jesus, sie beten und sie teilen Brot und Wein. Es gibt Menschen, denen es nicht so gut geht. Sie sind alt, sie sind krank oder sie haben sich verletzt. Sie sind alleine, sie haben keine Freunde. Sie haben auch nicht gute Kleider. Manche sind hungrig. All diese Menschen brauchen Hilfe und sie bekommen Hilfe. Sie werden von den anderen Menschen aus der Gemeinde versorgt. Auch Matthias hilft. Matthias bringt Brot zu einer alten Frau. Er bringt Kleider zu einer armen Familie. Er besucht einen kranken Mann. Viele Menschen brauchen Hilfe. Das ist viel Arbeit. Matthias kann nicht alleine so viele Menschen besuchen. Wer könnte noch helfen? Ja, Stephanus, Philippus, Prokuros, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, sie können helfen. Sie alle haben Gott sehr lieb. Sie beten oft. Sie möchten hören, was Gott ihnen im Gebet sagt. Sie möchten gerne helfen. Die Menschen in der Gemeinde sagen, andere zu helfen ist sehr wichtig. Diese sieben Männer sollen das tun. Das wird nun ihre wichtigste Aufgabe. Sie verteilen das Essen an alle, die hungrig sind. Sie bringen Kleider zu den Menschen, die keine Kleider haben oder die Kleider brauchen. Alle sollen gleich viel bekommen. Diese sieben Menschen kümmern sich darum, dass alle das bekommen, was sie brauchen. Ist das nicht toll? Die Gemeinde hilft den Armen und Kranken. Sie hilft denen, die alleine sind und die einen Rat brauchen. Matthias ist glücklich, zu dieser Gemeinde zu gehören. Ich finde es schön, dass die Menschen auch heute noch in der Gemeinde helfen. Wie ist das bei uns? Welche Not haben heute noch Menschen? Können auch Kinder helfen? In dieser Woche könnt ihr ein bisschen darüber nachdenken. Wie können Kinder helfen? Und sagt Mama und Papa das, wie ihr in der Gemeinde helfen könnt. Wollen wir noch beten? Lieber Gott, danke, dass du alle Menschen lieb hast. Danke, dass du auch uns liebst. Du willst, dass wir uns untereinander helfen und uns lieben. Bitte zeige uns, wie wir helfen können. Amen. Wir haben in dieser Woche auch noch ein paar Gebetsanliegen, die wir möchten mitteilen. Einmal Maria Rempel de Schmidt, meine Schwägerin, die ist immer noch krank, also wollen wir weiter auch beten, dass sie möge gesund werden. Und auch für das Schulwesen. Also wir sind immer noch ganz unsicher mit ganz vielen Sachen, die in näher Zukunft passieren könnten. Also wir bitten auch, dass wir für diesen Zweck beten mögen, dass Gott einmal in der Leitung möge sein mit den Regierungen, mit den Schulen, damit wir die richtigen Entscheidungen machen können, damit Sicherheit geschieht, aber auch, dass die Kinder nicht vernachlässigt werden. Also würde ich bitten, dass wir uns diese Punkte in dieser Woche mitnehmen. Und andererseits auch, wie letzten Sonntag erwähnt, unser Brautpaar, das ist heute auch hier zugegen, also wollen wir auch beten, dass sie eine gute Woche haben und am nächsten Sonntag gibt es dann Hochzeit. Also von da aus. Und wir haben hier heute eine Veränderung. John Klassen, gesundheitshalber, konnte heute nicht zugegen sein. Und wir freuen uns heute, dass Hans Friesen einspringen wird mit der Andacht. Und
Und am nächsten Sonntag gibt es dann die Veränderung. Also sie beide haben eigentlich getauscht. Und wir freuen uns heute, dass Hans Friesen einspringt und uns mit dem Wort Gottes dienen wird. Und wir heißen ihn willkommen. Wir lassen sehen, die Gelegenheit zu haben, in jenem Märte sein von der Samaris. Wir haben mit uns aus geplant, haben uns also im Gedanken recht gemerkt für nächsten Sonntag, ob im Kampament mit den Töpfern. So, wir haben ein bisschen Weg im Verrückt gehüpft, aber jetzt, wenn ich noch aufgehört habe, habe ich mich meine Früh gemerkt, ich weiß nicht, wo ich die Töpfer rief, wann ich vor Prägen. Und aber das käme dann nicht so gut. So, ich bin von der Stahlvertreter für John Klosen. Aber er ist auch ein Stahlvertreter für Gott, so ich auch ein Stahlvertreter für Gott in Gott wiederbringen. Und ich freue mich dort, ich die Gelegenheit habe, dort zu tun. In Senegal sei rechtlich gesehen worden, in den Märchen zu sein, die Anbetung anhorchen und so wieder. Aber alle wiedergehen, wer wird zu beten. Vor allem immer, ich danke dir, dass du uns Gott bist, ich danke dir für deine Gegenwart mit uns. Und vor ich freue mich, dass du was stark mit deinem Geist umgegangen sind, dass du uns was helfen zu verstehen, was dein Wort uns hilft, was du zu uns sagen, was von der Sommer ist. Und vor allem das Wort, was wir von dir hören, dass das von dir ist. Vor allem die bloßen Stahlvertreter, aber das Wort ist von dir. Und sehen das Wort im Namen Jesus. Amen. In unserem heutigen Leben sind wir alle beschäftigt mit Vorwärtskommen. Wir haben alle unsere verschiedene Dinge, was wir tun. Wir haben alle unsere verschiedene Beschäftigungen, die wir haben im Leben. Und das von jung bis alt, von klein bis groß, aber wir haben alle mit zu tun, mit vorwärts kommen im Leben. Wir lernen unsere Kinder, vorwärts kommen, wo vorwärts zu kommen. Wir schicken in unsere Schule, wo vorwärts zu kommen. Und das dort ist uns Leben, hier bis alt, ist das beschäftigt mit, ab in irgendeinem Bereich vorwärts kommen. Und der Geschäft macht wieder weh, danach waren wir noch heller geworden. Und dann haben wir verschiedene Dinge da, verschiedene Dinge vor, wo wir einer lehrt, weil es einer Wahl vorwärts kommt, und wie vorwärts kommt, macht einer immer zwischen neue Dinge da. Wir können nicht bloß die alten Dinge da, was wir immer getan haben, und kommen zu be vorwärts. Wir müssen lernen, wo Dinge anders da, wo Dinge zu verbessern und so weiter. Und ein Ding, was wir haben, wo wir ben, gesehen sind, ich weiß, viel mehr nur gesehen zu haben. Und das Ganze, was wir tun, zum Vorwärts kommen, da haben wir viel, viel Verbesserungen von der Schnacken in der Welt. Aus bloß 120 Duram betrieben, betrieben, ja, drei. Da leben wir aber dann viel, viel anders als von der. Weil die meisten modernen Erfindungen, wo wir mit leben, was wir für ganz normal teilen, wo wir uns ganz zu gewohnt haben, die werden dann gleich. So die Welt hat meist 6000 Jahre darin gelebt, mit dort, was wir von der Tag alle Brücken, was wir für normal teilen. Aber was du bist, zum Vorwärts kommen im Leben, haben wir aber auch Gegenstand. Was haben wir das? Die Antragungskraft von der Erde, die uns hier auf Erde hält, das ist ein Gegenstand. In jedes Antragungskraft arbeiten, braucht dort Kraft. Und dort, wo wir sind, das Samaris, nicht? Da, wo wir ersten Tag in der Weg, und wir sind auch mit so Schenken und mit länger schlafen, aber nie in den Bad rüht, und dann meint dort, jedes Antragungskraft von der Welt abstehen, und dann meint dort, der Gegenstand, der du hast, der meint wieder, der meint vorwärts. Dort bekraft um verschiedene Dinge. Wenn wir dort teilen, wirklich, sie alles in der Welt ist je in uns, in dem Sinne. Dort bekraft eine Kraft um, was Romans ist. Die Luft, die wir Romans haben, wenn wir hier ganz, ganz anders sind, ganz tranquilo, die Luft, die bekraft wir zum Leben. Aber dort ist ein Gegenstand beim Fahren, die Fortier, die sind gemerkt, aerodynamiko, dort wenn der Gegenstand bekraft, in dem Fliegen, das ist sehr wichtig, dort die Airplanes wurden gemerkt, dort die Gegenstand kennen, und die Motten mehr Kraft haben, als was die Gegenstand ist, so dass der Verwurz kommt. In der Arbeit dort in unserem Leben,
Aber wir haben uns viele Dinge können errichten, so dass dort einfacher ist, so dass leichter ist für uns, je in diesem jeden Stunde Stunde. Wir haben verschiedene Erfindungen, dass die Motor, Internal Combustion Motor, die Motors, was die da fertig bahnhaftbar von der auch gleich noch vor China elektrischen von uns, Aqual, Cube, Combold, über, wer weiß, das ist das Wort vor, über Cube, Raspolpatur, über das, wo wir uns neu gewandt haben, das, in das ist eine Hände Errichtung, die wir haben. Ich kam von der, was, dann bin ich 60 gerieben, mehr 70 Kilometer, kam ich davor, bei einer Stunde, zu mir ging die Botschaft bringen, weil 100 Jahre ging doch gleich. Da haben wir gesagt, die Menschen sind verrückt, wie das Leute, die würden in so einem Quatsch durch zu sein, fahren. Und wir nehmen das aber ganz selbstverständlich. Als Former haben wir verschiedene Dinge, Erfindungen, wo das Leben das viel leichter macht. Aber nicht bloß du in der ganzen Industrie, kriegst so, dass die ganze Pneumatik-Kraft, top die direkte Luft, was die alles kondon mit dem Wind-Kompressor nahm dort. In der Luft, die kann wir brücken, die fort ja brücken dort. Die ganze Industrie, viele deutsche Rand an die elektrische Kraft, die wir für selbstverständlich nehmen. Das alles eine Kraft, was wir brücken, was uns Leben hingemerkt, was uns alle eine Kraft, was der Gerade ist, als was die Jens schon ist. Und was das viel leichter merkt für uns, um in diesen jeden Stund zu arbeiten. Ab Einstellung in Museum, eine Form Einstellung, da gehen wir an, mir jetzt erscheinen alle Sachen, wir sind ja Kölzeuer, ab Antiques, ab alle Sachen. Und dann wieder ein großer Pluch, und der Pluch, der braucht für jeder Schuhe einen Arbeiter. Der hat eine große Plattform, und jeder Schuhe braucht einen Arbeiter, um das Ding mit einem großen Schwein reinzudrücken, sodass der Pluch bei einem Stab, würden jeder Schuhe wird praktisch reinzudrücken, nicht bloß die ganze Pluch. Bloß über Freimüssel sagt, dass ich nicht gebraucht einen Arbeiter sein als dort. Von der Dauer mit einem kleinen Schwengel im Traktor und der hat mit Hydraulik, so der hat reinholen. Die ganze CNC-Maschine, Computerized-Maschine und so weiter. Frühes, die meisten Frühes haben ein KitchenAid in ihrer Kirche, was enthaupt, ich sage mal, bei uns, ich kaufe mir eine Früh eine KitchenMaid, ich fehle das auf Fährten. Wir haben bloß eine Tochter, die befriesigt das Erste, die wird Erste von Tüß weich und die Jungs sagen, ich gehe da abwaschen, ich gehe nicht. Und sie sagt, ich kann nicht mehr essen, ich kann nicht. Und ich sagte, ich brauche eine KitchenMaid. Wir nicht eine KitchenAid. Die Nummer, wir haben eine KitchenAid, aber ich brauche eine KitchenMaid. Die soll aushalten, für was wir nicht für alle sollen tun. Und nehmen wir für selbstverständlich. Da haben wir verschiedene Haushalte. Wir haben diese andere Kirchenmaschine im Haus. Washer, Dishwasher, Automatic Washer. Die nehmen wir alle bloß all selbstverständlich. Und dann haben wir auch ein Teil Dinge, die uns haben, Tiet sparen, weil es Tiet ist sogar in jeden Stund für uns. Die Tiet, die vergeht, das weiß wie. Die Klock, die tickt, die Hafen, Hammer, kriegt die rein, die Tiet vergeht, haben wir kriegt so small, einmal half, und dann haben wir gerade die Welt gemerkt, aber wir haben Instrumente, wo die kriegt, da meten. Und wir haben verschiedene Dinge, um die Zeit besser auszunutzen. Ich habe einen Freund, der hat sich von da an, wenn es Computers abkam, immer für Computers interessiert, hat ein Kaffee, was am den kostet, er gibt mir den nach Moluta, dass wir eigentlich ein glorified Typewriter, dass wir ein Typewriter mit klein bisschen mehr Verstand, als bloß ein seine Finger, und was einer regiert, aber wir haben alles. Und ich habe diesen Dollar gibt für den. Und so wieder, wir haben ein paar Gadgets, um uns helfen, die Zeit besser auszunutzen. Und über weniger Zeit von unten. Das ist um den jeden Stund, wo die Zeit gegen uns ist, wird sie wollen, mehr beschränken, was die Zeit erlaubt, sozusagen. Und dann brücken wir diese Gadgets, brücken wir diese Dinge, um uns helfen, diese Zeit zu überstehen. Und haben aber weniger Zeit von unten. Und kriegt das das Freund von meinem Gerät. Er sagt, hör, ich habe ein paar Träume, wir haben nobody über das Ganze und habe immer mit Computers geschafft, das noch. Als Messbad retired, das ist in Manitoba. Und er sagt, hör, never so drach was nie. Er sagt, ich schon mal ran,
alles mit Papier und heute hat die große Plans für große Gebiete, Millionen Dollar für Gebiete und Brain und so was. Der hat heute die Plans, die Preise ausgerechnet, wo er bloß die ganze Gemeinde Plans kriegt und dann jeder bisschen Anteil, wo er dann kommt. Und dann die Preise allein für die Company. Und er sagte, da hat ich bloß einfach schon gewonnen. Ich will es auch mit Papier und Calculator und die Talmaschine getan hat, hat dann endlich schon gewonnen. Weil der Druck ist bloß Rata und er hat Zeit für andere Menschen gehabt, bloß weniger. So ist das im Natürlichen, so ist das im Physischen in der Welt. Aber geistlich so wie das gleich so. Im Geistlichen, du hast immer jeden Stand, jeden uns. Und du fährst das Thema, wo ich gewählt habe, die unaufhaltende Gemeinde. Das Wort unaufhaltende ist, nun mein, wie der Buch, was im iPad band ist, was du dann, wie immer, Apple oder Nein gesagt hast, ich weiß nicht, wie der herkommt, aber anyways, der teilt auch nicht von Wort, nicht abrechtlich, aber das sage ich, was ich sagen will, und dann kann ich noch nie wieder abmerken, nicht, wenn die nicht durch sind. Oder dass die Kirche, die nicht abzuholen geht, die unstoppable church, die Kirche, die bloß nicht geht abzuholen. So wie Hand im geistlichen Gehen stand, aber dort dürft du essen weißt, um jeden Stand überstehen, das weit wie. Wir brauchen alle Gereitschaft, wir brauchen alle verschiedene Dinge, die wir haben, um uns helfen, den jeden Stand zu überstehen, der jeden uns ist. So im Geistlichen arbeitet Krach so. So die Tagsätze der Apostelgeschichte feiert der 23, der ist eindeutig, ich werde den Tagsatz der Luther noch lesen. Aber im Geistlichen ist das wahre ein Ding, viel anders als im Physischen. Im Geistlichen habe ich keine Erfinderungen, keine Inventions, wo uns helfen, dort leichter machen. In dem Physischen, in der Welt, ja, du habe ein Teil, ein Großteil. Aber im Geistlichen habe ich die nicht. Und ja, einige Menschen proben, nicht nur einige, und viele Menschen proben. Die proben, die siegen weh, wo sich dort geistlich leichter zu machen, je in diesem Gegenstand. Und dadurch kommen alle Gesetzen in Schwecken dann. Und wenn er den Grund nimmt von Kreiten und Wort für Gesetzen, Kreiten und Wort von der Kirche das. Aber wenn er den Grund davon nimmt, dort sind Dinge, die Menschen übergefunden haben, sozusagen für sich, um sich das geistliche Leben leichter merken. Bloß Kredit, wenn ich mir so und so antrage, dann sehe ich ein jüdischer Mensch. Dann sehe ich, junge Mensch, ich weiß nicht mehr, was jüdisch ist, nicht? Dann sehe ich ein demütiger Mensch. Dann sehe ich reich. Dann stehe ich reich. So, das ist so leicht, die du. Zunächst ist bloß nur der reichste Kirche von. Die Kirche sagt, wir sind der reichste Kirche. So, ich will ein guter Mensch sein, weil alles, was ich brauche, und ich brauche nur der reichste Kirche von, dann habe ich diesen Gegenstand überstehen. Willst du nicht, ich bin ein guter Mensch, willst du vor, nur der reichste Kirche. Das kurz zu mir ein Mann sieht, naja, ich fahre da in die Kirche, willst ich sehe, ich leide nicht alles, was die Kirche geht, aber erst von der schon dachte, die beste Kirche, und wer würde ich nur die beste Kirche wollen vor? Keine Reichweite, nicht? Das Leben bloß leichter mehr an. Genieße ich von dieser Kirche, das ist so eine gute Kirche, von dieser Kirche, du hier in der Hart leben doch. Na bitte, bitte, euer Recht für mich selbst. Aber wirklich genommen, wir können nicht Dinge geistlich tun, wir können nicht Erfinderungen merken, womit wir das leichter mehr an. Aber Gott hat das für uns zu tun. Meist 2003, da mir Gott dort versehen folgt, die je schon, als du immer hier warst, vom Anfang an, wo Gott den Menschen mögen, wo Adam überfallen und sinnvoll, von du an, als du je in Stund hier warst, wo der Mensch Gott will. Da hast du nie nicht leichter warst. Aber Gott mir in den Dingen für uns viel leichter durch Jesus Christus, wo er war, dort Opfer für uns, und er nahm uns all dort die Rituals, ich weiß nicht, was ein deutscher Wort dafür sind, all die Gebräuche, die da brückt, all die Beschreibungen, was die Bibel, wie wo reich zu opfern, wo reich in Sündopfer zu tun, wo reich in Bußopfer zu tun, wo reich in Genudenopfer, all die Dinge verschiedene, was da in Bibel, plus die fünf Bücher Mose lesen, das sind die besonders Streufeuer, fünf, also viel davon. In dort nimmt Gott weich von uns, sie mögt dort viel leichter.
In wirklich, was Gott da ist, hinum in der Jens stand für uns nicht mehr was. Wir wollen nicht mehr Brücken Düven mitnehmen in Opfern. Wir wollen hier Brücken noch Tier mitnehmen zum Opfern. In Wort würde es sein, wenn wir von der Samaritan hier schon mal haben sollten, ein großes Opferfass führen hier für die Church. Einer braucht seinen Trailer mit seinen Schuppen, oder braucht seinen Kopf, oder das sein Klutchen in der Hand mit Düven, oder was immer der dann hat. Ich freue mich sehr, wie in dieser Zeit leben, wo Gott hat dort für uns viel leichter gemacht. Wo das seine Erfindung, das nicht wie Menschen, was das getan haben, der hat Gott für uns. Und nach Buben ab hat Gott uns gleich sehen, sehr viel geliebt. Wir haben die Feierbeke, die über sein Leben geschrieben sind, das Evangelium. Er hat uns gleich arm, der Lust von Sünden war ich genommen, gleich arm, Kevin, wo wir dann Fehler merken, gehen, die sind gehen, stand zu arbeiten, und wir haben alle Fehler gemerkt, der Charakter Gott, und dann noch. Aber wir haben ein leichter Wasch, dann war er gut zu werden, war er diese Fehler los zu werden, die Sünden los zu werden. Und er gibt uns Heilung, hat euch Jesus hat uns Heilung gemerkt, geschenkt. Und dann, nur der Auferstehung, dann kam die Entgeltung vom Heiligen Geist. Aber wenn wir dann das nehmen, alles passiert über auch mit Gegenstand. Jesus hat unein Gegenstand. In dort Leben verarmt wir nicht leicht. Wir nicht von Nelson Mandela. Wir sind ein Friedstifter. Jesus wird die größte Friedstifter der Welt, die muss sein haben. In wo viel Gegenstand hat er? Und ich glaube, wir haben alles, was davon noch bitte lernen. Was bedeutet dort ein Friedstifter sein? Sei wie reut, den Gegenstand zu polen, den Friedstifter bringt. In wo viel Gegenstand hat Jesus? Wo viel Gegenstand hat Nelson Mandela? Und viele, viele andere auf der Welt, was für Fried gestreden haben auf der Welt, haben schon reichlich viel Gegenstand gehabt. Und Jesus hat unein Gegenstand. In der Jefe, wo ich nicht bin. Bloß zum der Klimbetaler erklären und wieder verstehen, wo er so tun Jesus im Grof nennt gekriegt hat, am Horat gelegt, Jesus tot merken. Und dort Leute so, die jeden Stand hat gewonnen. Die Jünger, die wären trörig, die wären beschlucken in ihrer Stoff, in Sorten und Roden, in Wels, sie dachten, jeden Stand hat gewonnen. Dass Jesus hat so einen starken Gegenstand gehabt, sogar in der Tür, der Gegenstand von der Tür, dort mehr, was er taubt und will ihn versüben. Und Jesus sagt, bloß mit ein paar Wied beschwichtigt dort mehr. Und in aller Wien hat Jesus die Buwe gehabt, über Gegenstand jeden Arm. Und nun auf einmal hat er Gegenstand immer genommen. Und er rarer, er Friedenstifter, die wir im Grof waren, die wir versiegelt und so tun hat, alle Paste euer waren, die in der Wand zu holen, was er konnte. Und bloß, was er konnte. Der Grof, die wir gesehlt, und wir mit den Kennig, sein Stempel, mit den Ring, wie dort gesehlt, durab, und das bin ich von Menschen, durab, so tun hat, sich für einen dieser, der Wort geblieben. In den Gegenstand überstand Gott in ganz, ganz Wenigkeit. Gott sagt bloß, Jesus mit Kamerit, durch den Heiligen Geist. Und er hat Gott diesen Gegenstand überstanden. Aber wir warten dort, Jesus wird dann 40 Jahre auf Erd. Und dann klimmt die Luther, dann kam die Ausgegnung vom Heiligen Geist. Und dann, was passiert dann? Ha! Nie wird die Kirche fallen. Nie wird, was Jesus, wo verheißen die Jünger reingemerkt hat, nie wird das fallen in jester Zeit. Die Kirche in den Tau, die Kirche was, die war stärker. Aber wie die Jens dort nicht war? No, die wird nicht war. Die Jähn stand, die Wiener haben gekriegt, so what, die Jähn ist die Jähn, Jesus wir in sie wieder. So, die Kirche nun, zum Jähn diesen Jähn stand stehen. Petrus und Johannes, sie haben gepredigt, und sie haben den Mann gesund gemerkt, ohne der am Tempel. Und sie werden stark gedroht worden, jeden Stund.
Nu zeiger stel, dit riekt al. Die hand genoeg gedaan. Voor deze Jezus, dit wat die hier prijzen, en dit wat die hier bewijzen met die woorden. Nu zeiger stel. Zo, en dan komen de drie en berichten ihre kerk wat geworden weer. En ze zeiden, we zijn vrij, we zijn losgeloten waren, ober doorop tot Kaisela Waka. Die zijn stel. Zo, ze berichten dit dort. En dit is wat dan passiert. Ik wil den tekst eenmaal lezen uit de Apostelgeschichte. Feier 23, 31, dat zegt zo. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, der du bist, der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechten Davids gesagt hast, warum toben die Nationen und sammeln eitles wieder und sahnen, eitles die Völker, die Könige der Erde standen da und die Obersten versammelten sich wieder den Herrn und wieder seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in die Wahrheit wieder deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und die Völkern Israel und alles zu tun, was deine Hand und deine Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechte dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligen Geistes erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. So jetzt wurde Quark. Jetzt wurde Quark died. Tom J. doesn't gehen ganz schon. Nummer eins. Sie beten. Sind diese Sache, die Macht wie vor Gott bringen, wird jetzt fehlt ein Grund, der Jens stand und das allein. Pro und erste Punkt. So, sie gehen zu Gott und sie beten zu Gott. Sie haben eine starke Drohung gekriegt und sie beten zu Gott. Und an zu Gott, beim Beten, sprechen sie sich auf diesen Weg aus und sagen, dass David hier starke Jens stand, Jens, der Mond Gottes, der Jens, die Kennig, Gottes Kennig, der hier wir. Und so wieder. Und Jesus kriegt diesen Jens stand Kraft zu Gott, den Gott geschickt hat. Und nicht bloß von anderen Nationen, sogar von seinem eigenen Volk, von Israel. Und dann, nur was fragen sie Gott? Was soll Gott tun von ihr verehrt? Dann sagen sie, und nun Herr, sieh an ihr Drohung und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. So, erst sie beten, sie brauchen diese Sache vor Gott. So, das ist Nummer eins, das wichtigste Ding, zum Gegenstand zu überwinden. Tom gehen, gehen, stand gehen. Als nehmt dort im Gebet. Als dort für die alleine ist, als dort für jemand aus Lied sein, aus Eiporn, mit jene Kinder, wo ihr gehen, stand fallen, dort, die finden, weil jene Kinder ist, wo verleiden, wo immer dort dann ist. Als dort, wie aus Gemeinde sein, und so wieder. So, du meinst das Gebet, dann im Gebet sein, aber jef end, ne, den Wut, zum mit Freimütigkeit, ne, gleich die Tische Wut, wo das dort sagt, die Ebenfelder braucht das Wort Freimütigkeit, die Übersetzung durch nicht alle, aber ich gleich das Wort, weil das Wort dort bedient mit einer sehr hohen Mutigkeit. Courage. Mit sehr viel Ganas, würde ich sagen. Ich könnte gleich vielleicht nicht in dieses Wort für das Reich für Ganas, ich gleich das Wort, das dort gebraucht wird, das dort bedient. So, jef ernt die Freimütigkeit zum Reden. Wort wie ernt gesagt worden? Wort wie die Jehen stand? Von ihr und sie gestellt. Von dem Evangelium, was die uns hier haben, alles zu verdorben. Von dort sei gestellt. Und sie beten für jef uns die Kraft, jef diese Menschen die Kraft, freimütig zu sein. Zu reden, wo es fehlt, das meint nicht still sein, wo wir nicht mehr wollten. Nein, dann soll man nicht reden, wo wir nicht mehr wollten.
Aber wenn wir Gott weiten über uns wehren, wir sind der Jähnstund erst zu groß. Und wir ängsten uns für den Jähnstund. Und willst wir uns für den Jähnstund ängsten, dann erst dort, wir weiten Gott, was reich ist. Wir weiten Gott, was die Bibel sagt. Wir weiten Gott, was die Worte ist. Aber wir ängsten uns für den Jähnstund, wann ich die Worte sage. Ich ängste mich für den Jähnstund, was er ist. Und das Freimütigkeit meint dort, ich habe da noch Mut zu reden, wann ich weit mein Jähnstund, was groß ist. Und ich weiß, ich viel selbst an ihm oder an. Das ist nicht ein leichter Ding. Aber das ist, wofür sie beten. Ja, für die Kraft, um freimütig zu reden. Und hier kommt er, wenn er diese Freimütigkeit, kommt er von der ersten Tag, ist noch drauf an. Und bloß kurz genommen hier. In diesem Gegenstand, wo er dann nicht bloß die Jünger, die Aposteln, waren wir, alle, die zum Glauben kamen, waren in diesem Gegenstand, weil der Gegenstand, der war Luther bloß nach euer. Nero, weil es heute der römische König, weil es heute nicht mal Deutsch ist, heute voll über die Christen, und jetzt eine große Stärke die Christen verfolgen. Aber wir sind jetzt manchmal, wo die, die sich dann verteidigen müssen, die sehen, wie machen Gott mehr gehorchen als Menschen. Und wie uns Jähnstand gehen, uns Christen, in Gottes Gemeinden, die Jähnstand gehen, Christen, der hat das letzte Jahr schrecklich teilgenommen. Weil es diese ganze Lehre, wo die Welt bin, haben die, was die Christen hassen, sehr ausgenutzt. Und die haben den Hass gegen die Christen könnt, wie trat er mehr, ein Grund von der Kämpfe von China lohnt. Weil die Christen, die unterirdische Gemeinde, wurde schrecklich verfolgt. Und das wird viel höher, nie noch diese Dinge aus der Eier gewasst ist. Aber die haben nicht bloß dadurch, dass über Welt wie der Hass gegen Christen, für was die Christen anstehen, der ist Rat, also die Jähnstund, der ist Fehlgerater geworden. Und ich bin überzeugt, dort wir sind partout, wo wir wollen, bis Martin anfängt zu sein, wir machen Gott mehr Jahren als die Menschen. Wir haben uns gesagt, was geändert ist, zu sein, wirklich noch nicht die Constitution, über viele Governors, viele Präsidenten, Staatspräsidenten, wieder, die tun, wie das gesagt ist, wie wird sich leben, sie haben die Macht. Und die kommen gesagt zu nennen, was ganz, ganz hart gehen als Christen kommen. Was dann? Dann beten sie wieder. So, ja, von der Kraft, freimütig zu sein, zu reden, dass das fehlt. Und dann gehen sie wieder, und er stirbt wieder. Er sagt, Gott, ich werde zu lesen, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. So, sie beten für Wunder. Sie beten für ein Wunder, das ist eine übernatürliche Ding, was wir Menschen mit uns nicht kennen. Was immer das dann ist. Aber das ist ein übernatürliche Ding, was wir mit unserer Kraft nicht kennen. Sagt, und Gott bewies dich. Und wirklich, wo die Aposteln, wo diese Gruppe, diese Gemeinde in der Früh sagt, Gott, tu die Dinge, die wir nicht tun können. Bewies die mit den Dingen, die wir nicht tun können. Weil sie wissen, dass Kraft Gottes wiederweiten, dass unsere Macht hat eine Grenze. Unsere Macht, unsere physische Macht zum Gegenstand stehen, hat eine Grenze. Und die Grenze ist fertig. Nur dich bei in unsere physische Macht, die Gegenstand stehen, ist schwach. Und wir haben keine Hydraulics, wir haben keine Pneumatics, wir haben keine Erfindungen, die uns leichter mehr. Aber wir haben einen Gott, der du viel höher ist, viel stärker ist als erste Macht auf der Welt. Und sie fragen Gott, bewies du die, dass du hinter dort stehst, was wir predigen. Bewies du die. Und wir können alle Geschichten betrachten, habe ich Titel für, über was Gott auch tat, wo das passiert. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Bietet eine frische Ausgestaltung, niedert wir nicht. Das zweimal befing wie so eine Beschreibung, wo eine Gruppe Menschen, wo sie beten, in sozusagen die Worte mit dem Heiligen Geist gefällt. Und das wenig eine frische Ausgestaltung. Und viele lernen das dort. Und das war auch, dass man es leicht merkt, dass man dort
bewiesen Gott, was wir uns übertan reiches, weil wir nicht eine frische Ute, denn wir bloß der Heilige Geist beweist dort, dass diese Menschen stundreich mit Gott. Und die Frau und Gott nur wird reiches von Gott. Die Frau nur diese Help, was bloß Gott kann tun. Und sie stuhlen, sie stahlen, sie sozusagen sein, aus dem mit den Menschen für Gott, sagt uns jeden Stund als Fehlgerat, das was wir handeln können. Aber Gott, die kostet dort handeln. Die kostet. Gott beweist das mit dem Heiligen Geist und ernt. Yes, I can. I see matching, I see being. And I war, I can you help me. Das Akte sei, dort die Kirche von der Schnach, der haft weltweit, sind jeden Stand aus der Kirche weltweit und nicht hart auf. Und da kann viel euer wohl. Wir sind viele Länder, top kommt es wie hier down, erst nicht erlaubt. Und da kann hier daheim kommen, da weit wie nicht. Da kann viel euer wohl. Aber die Welt weht, der Hass über die Christen, der wird bloß busig raten, der nimmt sehr, sehr busig zu. Der nimmt los, nur noch das letzte Werk von einem Pastor in Kalifornien. Sie haben alles so tun in der Kirche, außer so zu sein, dass die Satzen nicht verschrieben werden, die nie Regeln nicht verschrieben werden. Und dann, wie dort nicht geht, da wird im Prediger bloß ganz direkt gesagt, die wirst noch einmal predigen, da wird die $1,000 Struf kosten. Für jedes Mal, was die was predigen, wirst du $1,000 Struf tun. Und für jedes Mal, was die was predigen, wirst du ein Jahr im Gefängnis. Was passiert? Gefängnisse haben sie abgemerkt, Verbrecher sind, tausende Verbrecher sind bieten, die können bei der Dung, was sie wollen. In aller Ehe passiert, habe ich Titel in Einzelheiten gehört, viel mehr als was die Neuigkeiten berichten, weil sie keinen Freund und Organ, der hat viele zu sein in Astomank. Und das ist schrecklich, das ist schrecklich. Aber das ist ein Prediger, für Gott sein Wort verkünden, der hat die Drohung gekriegt, für jedes Mal predigen, $1,000 in ein Jahr Gefängnis. So der Tempel, der jeden Stund, der wird immer geraten. Und als ich kein Prophet, der will sein, und so wird er geworden, weil es dort weit von dem Jahr, die Zeit kann sich viel anders rumnehmen, als was wir glauben, dass er wird. Aber ein Ding ist klar, dass dort nimmt er, aber das andere Ding, dort ist aber auch klar, dort die Menschen, die Christus, diese hier, diese Aposteln in die erste Kirche, die Menschen wollen nur diese Kraft gehen und nur Gott gehen und Gott nur diese Dinge freuen. Die bleiben nicht tun. Die Eva stund in jeden Stund. Auf verschiedene Wege. Gestern wir in Washington einen großen Gebetstag, wo in Deutschland verschiedene christliche Kirchen, Organisationen, sie topstönen und sagen dort, wie machen beten, wie machen in Jan alle, die was dabei sind, waren da und die kennen und dann kennen wir auch. Und die wühlen sich dort, in der Washington Mall oder auf dem Platz, die wühlen sich dort, im Frieden taub zu kommen und für ihr Land zu beten. Und das darf mir viel Mut. Aber wir sind in der Zeit, wo er kriegt jetzt so ein welches Ding ist. Und ich will mit diesem Punkt schließen, dass wir machen uns taubstum. Und einig dort ganz klar dabei, zum jeden Stundstum, ich allein, kann man so und so viel. Ja, sag ich, Herr Gott, das hängt mir. Aber wenn ich mich mit einem Posten taubstum, bitte so eine heftige Geist, bitte so eine gestückte Junges, dann ist es viel zu anders. Dann scheint ihm der Jähnstand auch nicht ganz so schwierig, nicht so? Ein Predigerfreund, wie im Gefängnis, wenn man heißt ein Prediger, soll ich sagen. Weil wir im Gefängnis, wird so im Drogen geschafft werden, wie er in der Wüben Christi war es für ihn. Und dann im Gefängnis, du hast seine Sester an, bringt ihm dann eine Bibel. Wir fangen an, die Bibel zu lesen, dann hast du so ein großer, starker, gestückter Mann. Und für den sieht jeder einer im Gefängnis, sie, Senor. Der braucht bloß was sein, und jeder einer sieht, sie, Senor. Und dann sieht er dort, das erlasst du seine Bibel. Oh, sagt er, die hast du ein feines Buch. Ja, greifst du an?
Well, no, ich tue nicht wirklich, nicht mehr. Na, warum nicht? Na, wen dit noch nicht? Na, aber, Mensch, Leute, jaft die doch den Gott an, das wird doch so feine Bürg. Jaft die doch den Gott an. No, aber das im Gefängnis gleich erlobt, ich soll das Bürg hier wirklich gleich haben, und das jedem gesagt, das wisst ihr, wie eine Federal Penitenzierie, das hast jedem gesagt, ich soll das Bürg gleich haben, und so wieder, nach Angst, sagst du, direkt, nach Angst, ohne sagst du. Mira, die lesen diese Bibel, die geben die diesen Gott haben, und all diese Gefangenen, die brücken dort, was du bändest, die fehlt dort, die predigt. No, weint mir noch heran, no, dort kann ich nicht. Jo, sagst du, in Aqua hänge die Stone, die wird hier nicht wollen. Okay, das Mond bekehrt sich frisch, er gibt sich drei Hahn, oh Gott, ich will nicht sagen, bekehrt sich frisch, aber er gibt sich drei Hahn, oh Gott. Er fängt an zu predigen, und er hat diesen gestückten Mond, und die Jeff sich selbst nie nicht an, ich geteilt, was er tut, wie er. Aber ist vor Gott sei Dank, Jeff diesen, der ist den Maut. Und so sind wir als Christen. Und einmal hast du dort vielleicht ein bisschen so nahter, aber geistlich gestückter Mensch. Der steht vor dem Glauben, der steht an für die Worte, der ist reut zum Ernst tun. Und das ist so neidisch, dass wir uns taub tun. Und wir kommen in den Titel an, ich weiß nicht, wo böse ich dort was gehen, aber dort wisst ganz klar, was passiert. Wir kommen in den Titel an, dort allein wollen wir nicht bühren. Und weißt du, was aus Kirche allein wollen wir dort nicht bühren? Aus Christen wollen wir uns mal in taub tun. Hörst du mal einen Prediger an, der kam von Moskau wie ein Peter Peters, hat in Russland alles durch müsst. Und als, wenn ich so noch lebte, wie in Alramon, aber wir sind hier, wir haben einen Prediger in Moskau. Und er sagt, der einzige Weg für uns Christen in Russland, dort durchsagen, die Verfolgung, wir mussten uns bloß taub tun, sagt er, die Nummer von der Kirche, die sagt bei uns nicht. Da haben wir nie Baptisten predigt, wir hauen uns an unsere Doktrin von den Baptisten über. Aber das brücken wir noch nicht, weil nicht einer von uns erst verfolgt worden wäre im Baptisten. Und er kam mit dem Mennonitenkirche, sagt er, nicht einer ist verfolgt wäre im Mennonitenkirche, nicht einer wird verfolgt wäre im Methodisten, was immer das. Sagt er, du wirst bloß verfolgt wäre in Jesus Christus dein. Bloß wäre in Arm nur folgen. Und er hat einfach meine große Wünsche dort echt, dort hier in uns Land, hier mank uns Volk, nach wo kann er fahren? Dort nicht durch eine Verfolgung, da kann anders kommen, aber dort wie wollen sein, wo neidisch dort erst, aus Christen stu wie uns taub. Los einmal von in Kalifornien, wo die Jähn stund der Tratz, da ist von der Schnacht, wir in diesen Zeug, stunden sich taub und sehen, nie habe ich Zeug, mir nicht, dir nicht, nie habe ich Zeug. Hat die Regierung? Seid ihr nur doch, willst du, wir sind zu viel. Die stunden sich taub. Und wir kommen dahin, wo wir wollen nicht allein nicht bühren, in der Goa aus Zeugen, wo wir allein nicht bühren. Ich freue mich zu Erwartungen, die passieren. Wir sehen hier verschiedene Dinge. Die Menschen kommen zum Glauben, der Gott arbeitet, manch uns Volk. Und sozusagen, wir wohnen in einer Kolonie, wo dort erneut zu uns noch, aber du auch. Wir sehen, dass Gott arbeitet in uns Volk. Und wir sehen, nicht noch diese Weg, in Geschäftsmann, dass wir in all Jahren nicht so Menschen kommen, Schuld betonen, das nicht das Jahr. Da war schwer, aber hat Angst, Jesus kann wahr, das ist ein Tegen, Jesus wird wahr kommen, und wollen doch reich werden mit Gott. So, wir sind, du passieren gute Dinge. Aber ich wünsche, wir kämen nur den nächsten Staub, wo wir dort ansagen, alle taub, dort wie Martin uns taub stehen an Jesus Christus, und er gleich so den Feuer, der da sagt. In anderen Gründen kann keiner leihen, aus der du gelacht hast, Jesus Christus. Und ich glaube, wir sind eine Zeit, wo wir bloß wollen, immer Dollar an diesen Stein sehen. Immer Dollar sagen, okay, nee, hier ist der Stein und auf diesen Stein gehe ich aus Kirche in aller Taub. Da brücken wir einzeln, da brücken wir aus einer Familie, da brücken wir aus einer Gemeinde, da brücken wir aus einer Kolonie, da brücken wir aus Gott in Körper. Wer wird zu beten? Wer wird abstunden dazu? Vor dem Himmel, ich danke dir, dass wir die haben aus dem obersten Gott. Dass wir haben die aus der Allmacher und die Gott, die du überrein alles hast, vor der du hast nichts über die.
Du hast alle Macht in deine Hände. Du hast rein alles in deine Hände. Aber Vater, du hast uns hier bei Ihnen abgestellt, wo wir jeden Stand haben. Und Vater, von da an, dort Adam und Eva in den Sünd fallen, erst du immer jeden Stand, du hast jetzt Christus dass Jesus gesagt, die Feind, die es übt, zum Stehlen, wahrzunehmen, zum Amt zu bringen. Bevor du dann schickst du uns Jesus Christus. Und Jesus sagt selbst, ob echt die gekommen, dass die das Leben haben, und die das geben, so dass die das Leben voll abhaben. Bevor du keiner von uns auf dieser Erde kämpft, dort leben, wann wir das voll abhaben, wir haben die Erlösung ganz voll ab. Aber keiner kämpft von uns in das Leben, was du, wo wir nicht mehr wollen, jeden Stand haben. So erst das einfach. Die Feinde erst noch hier, in so lange ist dort, so erst, was Jesus war, erkennt, wo das dort sind. Bevor du erkennt, die dort wie die haben, aus der Allmacht Gott. Und der Gott, der sich mit den jeden Stand weit. Die Feinde haben noch nie nicht jeden, die konnten. Kraft ist die Feinde, die Leute haben alles getan, was sie konnten, Jesus im Grab holen. Und die können aber nicht die Brust im Leben nehmen. Und dann sagt Paulus, in dieser Kraft haben wir Verstehung, der ist in uns bei uns. Vater, danke schön, dass diese Kraft zu haben ist für uns. Und Vater, ich bete und sehen für jeder einer, wo immer uns jeden Stand ist. Du sind so, die haben vielleicht Probleme in ihren Eier, das hat er jeden Stand im Eierleben. Du sind so, die haben Probleme mit ihren Kindern, das hat er jeden Stand in ihren Kindern. Die finden, dass die Kinder hängen an, die wollen die Kinder gewinnen. Und die Eltern wollen nicht, woher damit. Und Vater, sehen nicht. Sehen ihr mit denen jeden wird. Dass sie dort spüren, dass du bist der Gott, der alles in den Händen hat. Du bist der Gott, der die Kraft hat. Und alle Probleme, wenn die Leben schwierig sind, du hast die Kraft zum Helfen. Und Vater, help uns, wo immer du das, die jeden Stand, die wir jener sind, Jugendliche, Eltern und wo immer, help uns, sehen uns, Vater, mit denen jenen, wo wir es bloß von denen jenen, wo er uns ist. Habe ich die bewusste Kraft über uns. Das ist die einzige Wahl, wo wir diese Kraft haben, die du uns versprachst und die du hast. Und Vater, so bete ich, dass wir wollen können, aber auch in Fried verloren hier, diese Kirche, diese Gebiet hier. Aber dass die wir uns haben, auch dass wir wollen, Christ ist diese erste Gemeinde, dass wir auch wollen, reit sind jenen und jenen zu unterstützen. Dass wir wollen eine Freimütigkeit haben, sehen uns mit dieser Freimütigkeit, die diese erste Kirche hat. Dass wir wollen können reden, freimütig reden, dass du dort wirst. Und Vater, danke schön für was passieren wird. Dankeschön für den Frieden, den du uns selbst. Wann wir quitten, wir an jeden Stunden, aber doch haben wir Frieden. Wir sind deine Kinder, wir sind in den Rückbahn. Im Namen Jesus. Amen. Dankeschön, Hans, für die notwendige Andacht, für die Rückfahrung in unsere Gesellschaft, in unsere Sozialstrukturen und in Deutschstädten, wie wir kriegen, ganz reiche Schwierigkeiten, Veränderungen. Und wir kommen auf den Moment, auf der, wo wir sagen, hier kann nur noch Gott helfen. Und dort erst kann ich uns Mut merken, jeden den Abstand, ein wahrer Stand wird wieder, wenn wir jetzt einmal weiten und wenn wir uns helfen. Also vielen Dank schön, Hans. Und so wie Savi, dann Jörg und Luten für Andacht. Und bloß nochmal für nächsten Sonntag, dann beim Ausflug, der Kantit wird auch erwähnt, wird dann nochmal in den Weg kommen, also sind alle Leute in den Ausflug. Und auch beim Übergang, du hast die Kosten, war das um die Kleinen allein. Wenn jemand erwähnt hier von der Gruppe zu sehen, die können die Gummis drücken allein. Also dann einen guten Sonntag. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia Menonita de Blumenau. Y estamos muy contentos porque podemos estar unidos nuevamente y en este domingo escuchar la palabra de Dios y también adorarle. El día de hoy tenemos predicación y alabanza dedicada a nuestro Señor. Y les pedimos que el día de hoy tengan ustedes corazones abiertos para escuchar la palabra de Dios y para adorarle como es debido. Les pido para iniciar, por favor, inclinar sus rostros y comenzamos con una oración. Gracias, Señor, por ser tú nuestra guía, porque tú siempre cumples tus promesas, Señor. Tú como tal eres un Señor de paz. Te pido, Señor, que veamos nosotros en nuestras vidas tu bondad. Y así es, Señor, una y otra vez vemos lo bueno que eres con nosotros, y reconocemos que todo lo bueno viene de ti. Queremos venir a alabarte porque reconocemos tu grandeza y tu poder, Señor. Esta semana que estamos comenzando, Señor, reconocemos que eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador y eres el camino. Ayúdanos, Señor, a tomar las mejores decisiones en nuestro día a día para que nosotros podamos ser de bendición para todos aquellos
con quienes nos rodeamos. Te pido, mi Señor, que tú bendigas la predicación del día de hoy y también la alabanza que de todo corazón traemos ante ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El día de hoy domingo, tengo alguna información. Hay grupo de oración para hombres en el cuarto de jóvenes, este jueves a las 7 de la mañana. Son todos los jueves primeros de cada mes, y en este caso primero de octubre, que hay jueves, ahí esperamos a todos los hombres. También hoy celebramos que es Domingo de Paz, y tenemos un mensaje de César García, que es el secretario general del Congreso Mundial Menonita. Y su mensaje comienza con un versículo de Romanos, capítulo 15, versículo 13, que dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el mensaje del secretario general dice: violencia, polarización política, crisis financiera, muertes causadas por pandemia, angustia emocional por el distanciamiento social. Ver las noticias desde mi país, Colombia, me da tristeza, me da desesperanza. ¿Es posible encontrar otra realidad? Imagino un mundo nuevo, donde la gente se siente en la misma mesa, sin importar idioma, sin importar raza, sin importar clase social o género. Sueño con una sociedad donde la generosidad dé un balance a las necesidades financieras de quienes cuentan con menos recursos. Visualizo a la gente que viva en amor, el perdón y la compasión, y así traigan sanación. Imagino una comunidad donde la polarización política no está presente, porque solo hay un gobierno y un solo sistema político al cual todos le son leales. Cuando imagino ese nuevo mundo, encuentro alegría y paz. Esa paz y alegría se convierten en esperanza cuando me doy cuenta que ese nuevo mundo se llama el Reino de Dios. Hoy celebramos Domingo de Paz. Sigamos construyendo el Reino de Dios al cual Jesús nos ha llamado. Este mensaje de César García, secretario general del Congreso Mundial Menonita. ¿Qué tal? Buenos días. Para hacer otra vez la invitación del próximo domingo, vamos a ver un día de campo en el campamento el CMM. Por los que no saben dónde queda este campamento, no sé si ya recibieron una dirección, pero aquí a la salida tenemos los papeles, un croquis, un mapa de cómo llegar. Igual, si no se ubican, márcanos a nosotros del equipo o preguntan a algunos de los de los Platz Advisor. Ellos igual también les pueden ayudar con eso. Así es que el próximo domingo no va a haber devoción, no va a haber culto aquí en la iglesia. Todo va a estar en el campamento. La devoción va a empezar a las 11 de la mañana. Así es que preferible traten de llegar ya como entre las 10:30 de la mañana al campamento. El campamento queda aproximadamente entre 50 y 60 minutos retirado saliendo aquí de Blumenau, si vives por aquí cerca, ¿verdad? Ahí más o menos se pueden hacer el cálculo. Igual, nomás para llegar temprano, no acomodarse y ya poder empezar la devoción a las 11. La otra comentario que había: inviten a amigos, traigan amigos, cualquier amigo, para que todos juntos podamos tener ahí un buen domingo. De parte de nuestro equipo, de lo que va a ser después de la devoción, vamos a tener una carne asada. De nuestro equipo vamos a tener ya todas las sillas ahí, vamos a tener mesas, hay una carpa que nosotros rentamos, va a haber los asadores con carbón, todas las bebidas y café, y
desechables. De su parte, traigan lo que es lo que ustedes van a traer para asar, su carne, lo que es el faspa y las guarniciones, los sides y juegos de mesa. Si tienen alguna otra pregunta, contáctenos y con gusto ahí les ayudamos con eso. Muchas gracias. Buenos días a todos. Por parte de los jóvenes de la iglesia, los invitamos el próximo viernes a todos los jóvenes a las 7:30 en el Parque Extreme 360 Trampoline Park en el kilómetro 19. Vamos a tener ahí una convivencia. Es necesario traer $130 para la entrada al parque. El parque cierra a las 9. Después de eso vamos a ir por hot dogs. Entonces también considerarlo eso para traer dinerito extra para unos hot dogs. Entonces el viernes 2 de octubre a las 7:30 nos veríamos ahí en el kilómetro 19 en el parque de trampolines y después de eso iríamos por hot dogs. También el próximo sábado, o sea el siguiente día, el 3 de octubre, estaríamos yendo a acampar, aprovechando que la iglesia va a estar allá el domingo, vamos nosotros a salir el sábado en la tarde. Los que quieran participar hay que inscribirse o avisarle a James. Los que no tengan su número lo pueden hacer también con la secretaria o con alguno de los otros compañeros de ahí de los jóvenes. El costo es de $100, vamos a tener convivencia, acampar ahí, el domingo vamos a escalar la montaña y vamos a quedarnos ahí con la iglesia para la convivencia el domingo. Gracias, buen día. Buenos días a todos. Si gustan acompañarnos con unas alabanzas y que este día sea de gran bendición para todos.
ponerse de pie para acompañarnos en la siguiente alabanza. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en su honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, renuévame, Señor Jesús.
Buenos días. Llegó el tiempo para los niños, para todos los niños, un cuento muy especial para ustedes, grandes y chicos, aún los que ya tienen 90 años. La semana pasada aprendimos mucho sobre la iglesia de Matías, cómo crecía, cómo muchas personas querían pertenecer a esta iglesia. Matías pertenece a esta gran iglesia. Todos los días se encuentran con sus amigos, hablan de Jesús, oran, parten el pan. Pero hay personas a las que no les va tan bien. Algunos están enfermos o se han lastimado. Hay quienes están solos y no tienen amigos. Quienes no tienen buena ropa para ponerse y tienen hambre. Todos ellos necesitan ayuda y reciben ayuda de otras personas de la iglesia. Matías también ayuda. Matías le lleva pan a una señora mayor. Le lleva ropa a una familia pobre. Él visita a un señor enfermo. Muchas personas necesitan ayuda. Hay mucho trabajo que hacer en la iglesia. Matías solo no puede visitar a tantas personas. ¿Quién le puede ayudar? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás le pueden ayudar. Ellos pueden ayudar. Todos ellos aman mucho a Jesús. Ellos quieren ayudar. Ellos oran mucho. Ellos escuchan lo que Dios les quiere decir. Las personas en la iglesia de Matías saben que ayudar a los demás es muy importante. Y estos 7 hombres pueden hacerlo, deben hacerlo. Ayudar a los demás va a ser su tarea más importante. Ellos reparten comida a los que tienen hambre. Le llevan ropa a los que le hacen falta. Todos deben recibir ayuda y estas 7 personas se ocuparán de eso. ¡Qué maravilloso! La iglesia ayuda a los pobres y a los enfermos. Ayuda a aquellos que están solos y a los que necesitan un consejo. Matías tiene mucha suerte de pertenecer a esta iglesia. A mí me gusta que aún hoy las personas en la iglesia se ayudan unos a otros. ¿Cómo es en nuestra iglesia? ¿Cuáles necesidades tienen las personas hoy? ¿Los niños pueden ayudar? Su tarea esta semana va a ser pensar, ¿cómo puedo ayudar yo? Y lo van a compartir con sus papás. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias por amarnos tanto. Tú quieres que también amemos a los demás y que les ayudemos. Enséñanos cómo podemos ayudarnos mutuamente. Amén. A continuación, sería la predicación del pastor Jorge García, y el tema del día de hoy es Busquen la paz de la ciudad, y la lectura bíblica es en Jeremías capítulo 29 versículo 7. Para quien guste acompañarnos, Jeremías 29:7, y dice así la palabra de Dios: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz.
Le dejo el púlpito al pastor Jorge. Buenos días a todos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Creo que Dios tiene grandes cosas, grandes planes para nosotros, y en esta mañana el mensaje de Él es muy claro. Creo que también la historia bíblica también refleja parte de lo que es la paz, aunque estaba enfocada en el servicio a los demás, tiene que ver mucho con lo que es la paz. Existe una idea muy común en las personas, en las comunidades o incluso en las iglesias, que si hay ausencia de relaciones, hay ausencia de problemas. Y yo creo que esta idea se ha permeado, pues como ya dije, en las personas, en las iglesias, y creo que en algún momento de la vida lo hemos vivido. Pero el pasaje que tenemos aquí, yo creo que es todo lo contrario. No nos dice, aléjate de los problemas. No nos dice, aléjate de las dificultades. Nos dice, entra en ese lugar. Busca la paz de la ciudad. ¿Qué pasaría si nosotros como cristianos damos un giro en personas, en pensar que la paz no es solamente entre Dios y nosotros, sino que es una relación entre nosotros y los demás, y también la comunidad y todos aquellos que no conocen al Señor? El pasaje que se nos fue leído es de Jeremías 29, pero yo quiero leer todo el contexto. Y ahí en sus Biblias, ahí en el capítulo 29, a partir del versículo 4 al 14, quiero que demos lectura. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y habítenlas, y planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásese y engendren hijos e hijas, den mujeres a vuestros hijos y den maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense ahí y no disminuyáis, y procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y volveré y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En este contexto, yo creo que nosotros ya nos podemos dar una idea de lo que se les estaba presentando al pueblo de Israel. Primeramente, pensemos en el pasaje. Si a nosotros nos tocara construir o reconstruir una ciudad, seguramente preferiríamos otro libro que nos inspirara, y no sería Jeremías, porque aquí Jeremías habla de 70 años de estar esperando algo. Seguramente escogeríamos el libro de Nehemías, porque Nehemías ya habla de la reconstrucción de Jerusalén. Aquí Jeremías habla de un tiempo largo, imagínense 70 años.
Podríamos decir que toda la generación que fue llevada a ese cautiverio no iba a regresar, solamente probablemente los niños o los bebés. Pero Dios les dice, tienen que hacer algo durante todo ese tiempo. Pero vayamos un poquito más al detalle de este pasaje. Es una especie de carta que hace Jeremías a los que están exiliados y les dice que a pesar de las circunstancias adversas, les dice algo muy claro, no pierdan su identidad. Ustedes conocen ya de la palabra de Dios, saben quiénes son y van a regresar a sus raíces. Y eso nos hace pensar también en nosotros. En Filipenses 3, versículo 20, nos dice que nosotros los cristianos somos como extranjeros en este mundo y que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y la estancia que tenemos en este mundo es para servir y ayudar a esa ciudad para que superen sus problemas. Estamos como extranjeros aquí en esta tierra y como cristianos, creo que como iglesia, en muchos aspectos tal vez hemos fallado en ese exilio, porque muchas veces entre nosotros hablamos nuestro idioma. El pueblo de Israel seguramente tenía la idea de hablar su idioma, no el idioma de los babilonios. ¿Cuál es el idioma que nosotros hablamos? Hablamos muchas veces de gracia, de misericordia, y ¿saben qué? Muchos tal vez no nos entienden. Y no estoy diciendo que nosotros debamos hablar como habla el pueblo, con groserías o algo así, sino que hablemos un mensaje claro de reconciliación y de paz. Seguramente también muchos judíos esperaban la caída de Babilonia, porque ellos querían ser libres, pero el mensaje para ellos fue bien claro. Dios les dijo, vivan como vivían, construyan casas, cásense, tengan hijos, trabajen. Fue un mensaje muy diferente a lo que ellos pensaban. Y el versículo 7 de este pasaje, que es en donde me estoy enfocando, dice, procuren la paz de la ciudad, rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendrán paz. Aquí podemos ver el plan de Dios para ellos. ¿Cuál era el plan de Dios? Bueno, todos sabemos que Dios los envió en un cautiverio porque había idolatría desde el rey hasta la gente. Fue un castigo. Pero también vemos el plan de Dios de llevar el mensaje a través de Israel a otro pueblo, a otro imperio. Sabemos que Nabucodonosor llegó a conocer a Dios, llegó a reconocerlo como el Rey de Reyes. Dios tiene planes perfectos. Y un plan de paz no solamente era para los judíos. Ellos tal vez en el momento se sintieron abandonados, pero saben, hubo gracia para ellos también a través de este cautiverio. El plan de paz también incluía a los gentiles. Dios siempre ha puesto un plan de salvación que incluye a todo el mundo. Jesús murió y resucitó por ti y por mí, por los judíos y por los que no eran judíos. ¿Saben? Cuando hablamos de la paz, hay una palabra que encierra en hebreo, encierra lo que es la paz perfecta y es shalom. Nos expresa esa paz perfecta que solamente Dios puede traer a nosotros, y la trae a través de Jesucristo. Es una paz de vida que llena todos los aspectos, lo espiritual, lo económico, lo social. Como ahorita nos leyó el hermano Andrés, el mensaje de César García, es cierto la narrativa que él hace, lo que estamos viviendo hoy en el mundo, esas situaciones que ponen en, en,
situaciones graves, ¿verdad? O que nos hacen sentir vulnerables por la falta de la paz. Pero el shalom es una paz perfecta que esta mosca no me deja transmitir, perdón. Pero saben, a lo mejor ustedes en sus Biblias han encontrado estos pasajes, el versículo 7, y dice, procuren la paz. Tristemente, algunas versiones no dicen paz. Algunas versiones describen como bienestar, como comodidad, como prosperidad. Y a los cristianos nos ha gustado esos cambios. ¿Por qué? Porque nos lleva más hacia la comodidad, hacia la tranquilidad. Y podemos decir, no, sí estamos cumpliendo con el mandato de Dios. Pero shalom va más allá que la tranquilidad o la prosperidad. Va más allá. Es una paz completa que Dios quiere para nosotros. Y nos incluye en ese plan. Por eso le dice al pueblo de Israel, busquen la paz de la ciudad, procuren la paz para la ciudad. Entonces viene a nuestra mente el qué debemos hacer. Bueno, aquí dice también que nosotros oremos. Y la primera cosa que tenemos aquí es orar. La oración es importante. Muchas de las veces nuestras oraciones se centran en nosotros. Dios, dame. Dios, ayúdame. Hacemos muchas oraciones personales. Pero debemos salir también de esa cuestión personal. Y tal vez lo hacemos, decimos, bendice a mis hijos, cuida a mi familia. Y tal vez vamos más allá de nuestras familias y tal vez lo hacemos como iglesia. Bendice nuestra iglesia. Pero ¿cuántas veces oramos por la ciudad, por los no cristianos? Hoy en día nos llegan en las redes sociales, en el Facebook, por ejemplo, muchos memes, le llamamos, donde se burlan del presidente, de las autoridades, y es bien fácil ponerle un like o compartir. Pero ¿cuántos de nosotros hemos orado por el presidente? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por las autoridades? Como iglesia, nosotros tenemos que orar por ellos. A lo mejor no es de nuestro agrado. Tal vez decimos, yo no voté por él, pero son nuestras autoridades y estamos invitados a orar. Al igual que debemos orar por la gente que no conoce el mensaje verdadero. Y enseguida nos dice que debemos buscar ayudar. Una iglesia en Colombia tiene una frase o un dicho. Hay que orar como si todo dependiera de Dios y hay que actuar como si todo dependiera de nosotros. Yo creo que es una combinación perfecta. Necesitamos actuar. Pero muchas veces viene a nuestra mente que para hacer algo en la comunidad necesitaríamos ser diputados o alguien en la política. Y no, no es necesario. Vemos a través de hechos y de ejemplos que podemos ayudar para que exista esa paz también. Hablamos mucho de ser ejemplo y probablemente somos ejemplo en algunas áreas. Y es bueno que sigamos siendo ejemplo, por así decirlo, en cumplir leyes o en hacer cosas. Pero creo que es necesario meter un poquito más las manos en la ciudad. Saben, hace unas semanas hubo una noticia donde el presidente de Cuauhtémoc congregó a una reunión a personas de aquí de la comunidad menonita y les dijo, tenemos un problema en Cuauhtémoc, no hay agua y necesito que me ayuden con pipas para acarrear agua. A lo mejor alguien de ustedes estaba en esa reunión, yo no sé quién estaba. Pero vi la entrevista que le hicieron al presidente
Y si ustedes quieren, no, si no vieron la entrevista, pueden verla ahí en YouTube, pueden encontrarla. Y a mí me fascinó esa entrevista porque dice, y con asombro y con una expresión y que, bueno, lo deja uno, a mí me dejó impresionado, dijo: en un ratito sacaron sus teléfonos y empezaron a hablar y dijeron: ya tengo una pipa, tengo otra pipa, tengo tres pipas. Pipas con agua para la gente que estaba sufriendo la escasez del agua. Y la tenían con todo y chofer. Y la iban a llevar con agua de aquí de los pozos. Yo creo que ese es un ejemplo de cómo podemos ayudar. Y fue solamente una muestra. Y no solamente hablaron de eso, sino de un problema de un pozo. Y ellos dijeron: bueno, nosotros les hemos dicho que el problema es tal cosa y hay que poner un equipo de bombeo o algo así, o rebombeo. Y que les dijeron: mira, nosotros lo ponemos y si funciona, no lo pagan. Y si no funciona, no pasa nada. Dijo: mejor no lo podríamos tener. Y creo que fue una acción buena, donde se metió las manos, porque las colonias que están padeciendo por agua no pueden decir que tienen paz, porque hay una necesidad. Entonces, hay áreas así donde se puede hacer el bien. Y yo me quedé muy asombrado por la expresión que hizo el presidente de Cuauhtémoc. Y me gusta mucho pensar en este contexto también en otros personajes de la Biblia que tenemos. Conocemos la historia de Daniel, que también fue llevado en cautiverio. Las condiciones no eran las mejores e hizo todo lo adecuado para honrar a Dios y también para llevar el bien al pueblo. Conocemos el caso de los tres jóvenes que fueron enviados al pozo por no adorar una imagen, pero vemos que ocuparon puestos y lo hicieron bien, Sadrach, Mesach y Abednego, o simplemente José en Egipto. Su vida fue una tragedia, podríamos decirla. Fue excluido por sus hermanos, odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, se salvó de morir, pero allá en Egipto él pudo contribuir a la paz de la ciudad, porque venían 7 años de abundancia y venían 7 años de hambruna. Y no solamente eso, sino que también a su propia familia le pudo ayudar. Y tenemos también el caso de Nehemías. Nehemías fue el copero del rey Artajerjes de Persia, y él halló el favor para regresar y reconstruir la ciudad. Ellos vieron que podían traer paz a la ciudad, y esa paz también iba a ser su propia paz. Como iglesia, creo que podemos hacer más en nuestros ministerios, siempre teniendo en cuenta que en primer lugar es el evangelio y enseguida las necesidades. Creo que Dios nos hace un llamado a través de este pasaje para involucrarnos más en la comunidad. Jesús fue revolucionario porque fue hasta donde estaba la necesidad. Jeremías también lo fue y llevó el mensaje de Dios para el pueblo que estaba sufriendo y le dice: ustedes pueden traer paz a este otro pueblo. Hoy en día hay muchos mensajes en las redes y hay un mensaje que me gusta y seguramente a muchos de ustedes lo han publicado incluso. Dice este pasaje o esta frase: sigue tus sueños. Es bonito, ¿verdad? Es hermoso. Pero ¿por qué no? Y no lo quiero descalificar, pero ¿por qué no podríamos decir que nos involucremos más en nuestra ciudad, en la comunidad, para que conozcan a Cristo y que cuidemos también los sueños que tenemos? Porque muchas veces también nuestros sueños han traído problemas a otras personas. Así de que llevemos la paz de Jesús a la comunidad.
¿Cuál es esa paz? En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Hoy estamos viendo acciones de intentos de paz a través de la violencia. La paz romana, que era a base de la violencia, es la que se está aplicando en el mundo. La paz que Jesucristo nos ha traído es una paz que llega a todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros ya la conocemos y nosotros podemos ser parte de todo esto. Quiero terminar diciéndoles que alguien dijo en alguna ocasión que la paz es como una joya, que Dios la pone en el dedo de cada uno de nosotros. Pero si no la practicamos y si no caminamos en esa paz y en los estatutos de Dios, Él retira ese anillo y nos deja vivir las consecuencias de lo que estamos viviendo. Que la paz de Dios reine en nosotros, pero que también podamos llevarla a otros que no la conocen. Les invito en esta mañana a ponernos de pie para terminar con una oración. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más por todo lo que tú haces por nosotros. Señor, sabemos que vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo donde hace falta más de tu paz. Señor, vemos a través de tu palabra que tú quieres que nosotros nos involucremos contigo, que nosotros estemos relacionados contigo y que nosotros podamos también llevar la paz a nuestra comunidad. Señor, guíanos para hacer eso. Sabemos, Señor, que es muy cómodo ser cristianos de iglesia, ser cristianos de un rato. Padre, te pedimos que tú pongas en nuestro camino donde podemos trabajar, pongas ese querer y esa necesidad, Señor, para que podamos también compartir la paz a otras personas. Y gracias, Señor, por hacernos partícipes en este proyecto, en este plan tuyo de llevar la paz a los demás. Llévanos con bien a nuestros hogares y que tu paz nos acompañe durante todo el día y la semana. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, que tengamos un excelente fin de semana y que la paz del Señor vaya con todos nosotros. Quedamos despedidos. Amén.